Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast mit Claudia Pichler. Servus, liebe Löwenfans, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Löwen-Podcast, präsentiert von Die Bayerische, ins Leben gerufen von Jan Mauersberger. Ich darf mich hier abwechseln mit dem Sebastian Schech in der Moderation. Ihr könnt den Podcast anhören auf allen gängigen Portalen oder auch anschauen auf YouTube. Am besten einfach Löwen-TV abonnieren, dann verpasst ihr auch ganz sicher nichts. Wir freuen uns auch immer über Feedback, über Kritik, Anregungen, auch gern Gäste Wünsche oder ähnliches, am besten einfach per Mail an podcast@tsv1860.de. Genau, soweit alle wichtigen Infos vorab. Mein Gast sitzt mir schon gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Unsere Nummer 7 ist da, Julian Guttau. Hi, servus. Ich freue mich auch, danke. Ja, schön, dass du da bist. Du kommst gerade direkt vom Training, oder? Ja. Fühlst du dich fit oder ein bisschen erledigt? Nö, heute war relativ entspannt. Die letzten zwei Tage waren relativ intensiv, aber heute war so ein bisschen zum Runterfahren. So, deswegen ging auch, glaube ich, nur eine Stunde knapp. Deswegen war heute ganz entspannt. Ja, sehr schön. Dann können wir umso länger reden. Richtig, ja. Der Podcast beginnt immer mit derselben, ein bisschen fiesen Eingangsfrage, nämlich: Was für ein Mensch ist Julian Guttau? Wie würdest du dich selber beschreiben, so mit 2, 3 Charakterzügen? Ich glaube, ich bin sehr ehrlicher Mensch, sehr loyaler Mensch, aber auch sehr lustig, würde ich mich selber mal beschreiben. Das können dann andere bestätigen oder andere einschätzen, aber ich glaube, bin auch sehr familienbezogen, das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, so würde ich mich im Groben einschätzen. Ich habe schon ein paar Folgen geguckt, da mussten die Leute sich auch immer selbst einschätzen, dachte ich mir schon, oh, wenn die Frage zu mir kommt, dann freue ich mich. Nee, aber das sind so die groben Sachen, glaube ich, die ich so nennen würde, ja. Ja, sehr familienbezogen. Jetzt bist du aber ja relativ weg von zu Hause oder wo du herkommst. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Du bist 99 geboren in Halle in Sachsen-Anhalt. Ich war noch nie da. Wie würdest du das beschreiben? Oder warum sollte man nach Halle fahren? Oder sollte man das gar nicht? Ja, doch, kann man auf jeden Fall. Ich glaube, Halle ist relativ, das heißt relativ klein, ich glaube 250.000 Einwohner. Aber so für Leute, die da aufgewachsen sind, klar, ist immer was anderes als Leute, die von außerhalb kommen. So, ich kenne da alles und so vielleicht, wenn da Leute so hingehen und so, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Meinung da jetzt sind. Ich glaube, es kommt immer darauf an, an welchem Ort du in Halle reinfährst. So, es gibt so Gegenden, da denkst du dir, okay, wo kommst du jetzt hin? So, da hast du sehr alte Gebäude und so, und da ist, naja, ist so in Ordnung, sag ich mal, aber du hast eine coole Altstadt, du kannst cool essen gehen, du hast coole Orte, wo du spazieren gehen kannst, an der Saale zum Beispiel. Also, wie gesagt, gibt auch sehr, sehr schöne Ecken in Halle. Deswegen, ich finde, für eine Kleinstadt ist sie wunderschön. Habe auch oft Meinungen gehört von anderen, die zum Beispiel damals zur Halle gewechselt sind, die gesagt haben, dass sie sich sehr wohlfühlen. Und ja, ich glaube, es beschreibt so ganz gut. Das ist ja auch relativ nah an Leipzig, oder? Also geht man dann auch, wenn man irgendwie anfängt, so wegzugehen, fährt man dann nach Leipzig oder ist das eher? Ja, schon. Also ich glaube, es sind so halbe Stunde bis 45 Minuten ungefähr mit dem Auto, je nach Verkehr. Aber ja, Leipzig ist dann noch mal ein Stück größer. Es ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber ich glaube so, gerade wenn es jetzt so um, wenn du so feiern gehen willst und so, ich glaube, dann gehen die meisten nach Leipzig. Da ist das Halle so nicht so der Ansprechpartner. Aber du kannst, wie gesagt, in Leipzig, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen. Hast halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, Halle ist auch schön. Aber ich glaube, die meisten Leute zieht es dann eher so nach Leipzig, weil es halt ein bisschen größer ist, wahrscheinlich einfach ein bisschen, wie gesagt, mehr Möglichkeiten hast. Und wie hat es denn bei dir dann in Halle mit dem Fußball angefangen? Hast du immer schon gespielt? Wie war das? Ja, ich habe ganz früh angefangen, glaube mit 4, 5, immer ein bisschen gekickt mit meinem Papa, der mich da so ein bisschen reingedrückt hat. Er selber hat nie gespielt, aber ich habe dann mal so ein bisschen angefangen zu kicken, auch mit Freunden bei uns damals noch im Hof. So hat das angefangen und dann bin ich mit Freunden zu einem kleineren Verein in Halle, SG Einheit Halle heißt der, und da habe ich dann gespielt, ich glaube bis 12 oder so. Da hat auch Halle, also der hallische FC, sich dann schon relativ früh bemüht, wollte mich dann schon relativ früh haben. Aber ich wollte die Zeit noch mit meinen Freunden genießen und dann habe ich, wie gesagt, bis zum 12. Lebensjahr, glaube ich, dann da gespielt. Und irgendwann kam dann halt der Schritt zum HFC damals, ja. Das heißt, dein Papa hatte das schon so auch so im Blick gehabt für dich, dass du das vielleicht mal anstreben könntest und das professionell Fußball spielen könntest? Ich glaube, da war damals nicht so der Gedanke. Ich glaube einfach, er hat früh gesehen, dass ich gerne einen Ball am Fuß habe, so dass ich damit, dass ich daran Spaß habe. Und ich glaube, dann wurde das einfach so ein bisschen fortgeführt. So, wie gesagt, er selber hatte ja nicht so den riesen Bezug zum Fußball. Er hat selber, wie gesagt, nicht gespielt. Aber so, ich hatte halt von klein auf einfach einen Ball am Fuß und dann so ging das halt los. Und dann war es, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung.
Und dann, als du mit 12 dann zum Hallerschen FC gekommen bist, wie war das dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann neben der Schule einfach immer trainiert? Ja, ganz normal. Also ja. Ich habe dann irgendwann diesen Schritt gemacht, weil ich auch einfach mich weiterentwickeln wollte und ich wusste, dass die nächste oder der größte Verein in Halle ist halt der HFC. Und dann habe ich den Schritt gewagt. So war nicht ganz einfach, weil ich halt sehr gerne damals noch beim kleineren Club war, einfach mit meinen Freunden zu spielen. War nicht ganz einfach so, aber ich glaube, ich habe dann direkt diesen Schritt auf die Sportschule auch gemacht damals in Halle, verbunden mit dem Fußball. So, und dann habe ich ganz normal meine Schule gemacht und nebenbei halt, wie gesagt, Fußball gespielt mit Training. Dann hat man direkt gemerkt, es wird halt, ist was ganz anderes. So, vorher hat es halt zweimal die Woche Training, dann beim HFC wurde es dann halt viermal oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wurde dann halt öfter. So, und dann war es halt auch so, dass du vom Anfang an nicht auf der Sportschule Fußball als deine Hauptsportart machen konntest, sondern du konntest es erst ab der 7. Klasse als Hauptsportart für dich nehmen. Das heißt, ich musste immer in den Frühtrainingseinheiten, die waren dann Dienstag und Donnerstag, da musste ich dann immer mich anders orientieren und musste dann in verschiedene Sportarten reinschnuppern. Und dann war ich zum Beispiel beim Leichtathletik, beim Judo, musste gucken, was mir da Spaß macht, um das halt an den Vormittagseinheiten zu machen. So, und dann bei meinem Papa, der hat Judo gemacht früher und deswegen habe ich das zum Beispiel ausprobiert, aber es ist dann doch beim Fußball geblieben. Ja, es klingt ein bisschen so, als hätte dir jetzt nicht alles so viel Spaß gemacht wie Fußball. Nee, es war so ein bisschen gezwungenermaßen, dass ich das machen musste. Nee, aber war mal ganz cool, was anderes zu sehen, aber da habe ich dann direkt gemerkt, dass mein Herz so für den Fußball schlägt. Ja. Aber das heißt, deine Freunde sind alle bei dem kleinen Verein geblieben und du musstest da alleine wechseln? Ja, also ich bin dann alleine zum HFC, ja. Also es waren halt, wie gesagt, das hat sich dann eh so alles zerlaufen. Also am Anfang hatte ich halt diese Freunde da, weil ich die alle kannte, bei mir in der Nähe gewohnt haben und so. Und das hat sich dann auch trotzdem alles mit der Zeit, ist ja auch normal, dass dann alle ihre eigenen Wege gehen. Dann, ich bin auf die Sportschule, andere sind auf andere Schulen, die hatten dann nicht diesen Bezug mehr so zum Fußball irgendwann. Die haben dann was anderes gemacht. Mit vielen ist der Kontakt abgebrochen. So klar, mit ein paar hatte ich dann noch Kontakt. Aber dann hast du natürlich dann durch neue Mannschaft und neue Schule, hast du dann natürlich auch andere Leute gehabt, die du dann kennengelernt hast und so, und dann hattest du dann auch wieder neue Freunde, mit denen du dann dich verständigt hast und so, und ja, so ging das dann so ein bisschen zu seinem Weg, jeder hat so seinen eigenen Weg gemacht. Hast du Geschwister eigentlich? Nee, ich bin Einzelkind. Und beim HFC bist du ja relativ lang dann geblieben, gell? Also das heißt, du hast einfach alle Jugendstationen durchlaufen und irgendwann ging es dann in die Herrenmannschaft. Ja, ich hatte, glaube von der U12 an war ich dann halt bis zur U19 in der Jugend, habe jede Jugendstation, bin die durchlaufen und war auch kein einfacher Weg, hatte auch Zeiten, wo es nicht so gut lief, es gab auch mal eine Zeit, wo ich kurz davor war zu Hause gesagt habe, ich kann das nicht mehr, Fußball und so, weil ich hatte sehr Wachstumsprobleme, wo ich dann einfach auch nicht spielen konnte, das hat mich, habe ich im Kopf oft nicht ausgehalten und dann lief es auch nicht ganz so, weil der Trainer damals, ich war ein ganz kleiner Spieler bis zur U17, glaube ich, und dann hieß es immer, ja, du bist körperlich zu schwach und es reicht nicht und so, keine Ahnung, dann war es auch kurz davor, dass ich fast den Sprung nicht geschafft hätte von U17 in U19. Das heißt, ich hätte dann das Ganze hier gar nicht erleben können. Hätte nicht damals der Jugendleiter, der mich von klein auf kennt, gesagt, doch, der ist ein Talent, auf dem müssen wir bauen. So, und dann mit der U19 kam das dann wieder, dass ich dann gewachsen bin, Probleme waren weg und dann ging das alles so seinen Weg und dann bin ich dann, ja, zum Profi. Das ist natürlich bitter oder fies, weil man kann da ja nichts machen. Kannst ja nicht einfach, wenn du Wachstumsprobleme hast, dann ist halt so. Ja, das war echt schlimm. Ich hatte zuerst an der Ferse, dann hatte ich unterm Knie und das ging nicht weg und war so schlimm für mich, weil ich dann einfach wollte Fußball spielen. Du siehst dann die anderen Jungs, die trainieren, die haben Spaß, die machen das, was alle so ein bisschen erfüllt und du musst halt pausieren und es läuft nicht und das war halt vor allem im Jugendalter für mich ganz, ganz schlimm. Hatte ich auch Glück, dass meine Eltern zu Hause immer gesagt haben, das war dein Traum, du machst das halt klein auf, du hast viel dafür investiert und so, mach weiter. So, das war ganz wichtig. Und dann, seit die Verletzung dann weg war, dann war ich auch wieder so der Alte. Ja, ja, also du hast ja auch seitdem, also toi toi toi, nicht größere irgendwie Verletzungspausen gehabt, oder? Da bist du ja relativ gut dabei immer. Und ja, ich hatte nichts Großes, also toi toi toi, das bleibt so. Ja. Nur immer so kleine, mal so Muskelsachen oder sowas, aber nicht länger als so ein paar Wochen. Sonst hatte ich halt, wie gesagt, keine großen Probleme. Wie gesagt, ist, glaube ich, auch ganz wichtig für einen Fußballer, dass du gesund bleibst. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass es so bleibt.
Und wie ist das bis heute so, wenn du jetzt irgendwie so Krisen hast oder mal denkst, keine Ahnung, das ist ein bisschen schwierig, ist dann immer noch so deine Familie für dich Ansprechpartner oder wer ist so dein Rückhalt? Ja schon, ich glaube, dass meine Eltern schon Ansprechpartner Nummer eins sind, wenn ich so Phasen habe, wo es mal nicht läuft oder nicht mal auf den Fußball bezogen, es gibt ja auch andere Probleme, die du hast, und das ist glaube ich schon so, meine Eltern, die dann erster Ansprechpartner sind oder halt meine Freundin, mit der ich mich dann austausche, aber wie gesagt, es gibt ja nicht nur Probleme im Fußball, so deswegen sind da immer meine Eltern ein guter Ansprechpartner mit einem guten Tipp und das ist mir auch ganz wichtig, dass dann einfach von denen die Meinung höre und auch über Sachen, die ich mache, so ihre Meinung kriege und mich dann so ein bisschen zu reflektieren, ob das alles so richtig ist, und das ist mir schon wichtig, ja. Ja, weil man braucht ja auch einfach so mentale Stärke, gell? Das ja, ist ganz ja wichtig, ja. Ja. Und wie ging es dann weiter, als du dann zu den Profis gewechselt bist? Ich glaube, ich habe in der U19 dann immer relativ oft mittrainiert. So dann, klar, hat es nebenbei noch Schule, war stressig. Ich musste auch dann in der U19, ich war ja, habe Realschule gemacht, 10. Klasse, und musste dann entscheiden, was machst du, Ausbildung oder machst du Schule nochmal? Meine Mama wollte unbedingt, dass ich nicht faulenze, sondern dass ich was mache. Dass ich nicht du, zu Hause, du wolltest dass es nicht, oder? Naja, am liebsten hätte ich gesagt, nee, ich gehe nur zum Training und so. Aber klar, ist schon wichtig, dann auch darauf zu achten. Habe ich dann noch Schule drangehangen, so eine Fachhochschulreife habe ich noch 2 Jahre drangehangen und konnte nebenbei immer zum Training gehen. Das wäre mit einer Ausbildung relativ schwierig gewesen. So, und dann hat sich schon abgezeichnet, so dass ich gute Chancen hätte, oben reinzurutschen, und ist dann auch im Endeffekt so gekommen, habe immer mal in der Woche auch mittrainiert, wurde von der Schule befreit. Es war alles schon so ein bisschen so im Einklang zusammengespielt, also war schon sehr, sehr wichtig auch für mich. Ja, und klar war dann ein Riesensprung. Also ich habe ja U19 Regionalliga bei Halle gespielt, das ging ja nie drüber. Die U19 hat nie Bundesliga gespielt. Das heißt, ich bin von U19 Regionalliga direkt in die 3. Liga. So, du hattest keine Zwischenmannschaft wie U23, U21. Deswegen war es schon ein Riesensprung, auch am Anfang. Habe direkt gemerkt, oh, das Tempo körperlich ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Habe auch meine Zeit gebraucht, so, aber ich hatte die vom Verein, um mich zu entwickeln. Und dann glücklicherweise hatte ich dann schon in einem frühen Alter schon immer Einsätze und habe direkt gespielt. So, und so ist das alles so gekommen, ja. Ja, du hast dich ja sehr gut entwickelt, aber ich würde gern über deine, ich glaube, es war nicht der allererste Einsatz, aber relativ am Anfang. Jetzt weiß ich, was kommt, ja. Ich glaube, war es der erste Einsatz, wo du ab erster Minute auf dem Platz standest und dann aber 2 Gelbe kassiert hast. Ja, es war erste Spiel, ich weiß noch, ich glaube in Wiesbaden. Ich glaube, es war 18. Minute, dann bin ich dann runter. Ja, das wusste ich nicht, dass es so früh war. Ja, 18. glaube ich. Ich war halt wirklich sehr nervös. Also heutzutage ist es nicht mal so. Ich bin zwar angespannt vom Spiel, aber ich gehe einfach raus und wir Fußball spielen. So, damals wollte ich halt allen zeigen und so. Und ich war halt 18, ich wollte halt zeigen, so, ich bin zu Recht hier. So, und meistens ist es sowas, wenn du verkopft in Sachen reingehst, dann wird es nichts. Ja, und so war es dann auch. Bin dann ungestüm in den ersten Zweikampf, wo ich jetzt sagen muss, für mich war das niemals gelb, aber bin halt gelb vorbelastet gewesen, alle noch schon so ruhig. Dann hatte ich einen Pass, den wollte ich zum Mitspieler bringen, den habe ich auf Brusthöhe angeschossen, da wusste ich schon, boah, das ist nicht mein Tag. Und dann wollte ich eine Situation ausmerzen, wollte dem Mitspieler helfen, kam komplett zu spät, stehe auf dem Fuß von dem, krieg gelb-rot, 20. Minute. Und dachte ich mir, scheiße, was machst du jetzt? So, du kommst jetzt, du bist jetzt 18-Jähriger und deine Mannschaft ist wegen dir in Unterzahl. Boah, da hatte ich auch Angst, als ich ausgewechselt wurde, dass sie mich dann alle beleidigen danach oder sowas. Nee, ich glaube, am Ende ist das Spiel 1-1 ausgegangen. Die hatten dann auch noch glatt rot bekommen, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber der Trainer hat es mich dann schon mal spüren lassen. Klar, war Lerneffekt für mich, war ganz wichtig so, also im Nachhinein. Also ja, in der Situation hätte ich es nicht gebraucht. Du ärgerst dich ja naja, selber am meisten wahrscheinlich. Aber oder? Wie gesagt, das war dann schon, als ich Bus eingestiegen bin, ich so Kopf runter reingestiegen, weil ich Angst hatte, dass irgendwas passiert. Nee, aber hab dann halt 2-3 Spiele nur auf der Bank gesessen, bin ich reingekommen, aber es war so, wie gesagt, für mich ein großer Lerneffekt. Ja. Ich habe das hier schon mal einen anderen Spieler gefragt. Es gibt ja heute bei euch auch immer noch so Geldstrafen, oder? Wenn man eine gelbe kassiert. Mhm. Ich wäre ja immer noch dafür, dass ihr so einen Strafenkatalog macht, dass man dann irgendwas machen muss oder so. Ach, für das, die Mannschaft. Ja. Also kein Geld, meinst du jetzt? Ja, beides. Ja, okay. Ja, gab es damals ja auch. Ich habe nicht so viel verdient damals. Ich habe so ganz wenig verdienen, dann war meine Strafe auch relativ milde, deswegen konnte ich das noch ausmerzen. Aber musstest du dann auch irgendwas machen oder, keine Ahnung, Trikots waschen? Nee, ich glaube, ich musste nichts machen. Ich war auch mit mir selber beschäftigt, mit meinem Kopf. Ich hatte die Geldstrafe und das war's. Aber man muss sagen, also seitdem bist du ja echt, was jetzt Karten angeht, sehr harmlos unterwegs. Ist das wirklich so der Lerneffekt dann gewesen wahrscheinlich? Ja, schon. Aber ich bin, glaube ich, auch, da ich Offensivspieler bin, jetzt auch nicht so krass in solchen engen Zweikämpfen, dass ich so jemand bin, der sich so viel Gelb abholt.
ich bin zwar jemand, der auf dem Platz schon eklig ist, ich mag auch diese Trash-Talks so unter, mit Gegenspielern, ich mag das schon, aber es kommt jetzt nicht so weit, dass ich so unfair bin oder halt mir dann gelbe Karten deswegen hole. Da achte ich schon drauf. Ich glaube, ich habe jetzt 3, aber ich will auf keinen Fall, dass es zu 5 kommt, dass ich noch ein Spiel aussetzen muss. Ja. Will ich nicht. Nee, aber da bin ich eigentlich immer gut weggekommen. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Gelbsperre abgesessen. Nee, also ich habe noch nie mehr als 3, 4 gelbe Karten gehabt. Das soll auch so bleiben, ja. Also gleich am Anfang mal zugelangt, ja, und dann. So ungefähr, ja. Dann hat es gereicht. Ja. Aber mal abgesehen von dem Start. Und dann hast du dich ja wirklich auch da gut etabliert in Halle. Oder? Das waren schon gute Jahre. Schon, ja. Ich hatte, glaube ich, erste Saison 18 Einsätze, wenn ich mich recht erinnere. Das war schon damals richtig gut. Also ich hatte immer so Kurzeinsätze, hatte auch schon dann welche von Anfang an mit 18. Das war nicht selbstverständlich. Ich war, glaube ich, einer der wenigen damals, der es überhaupt geschafft hat, sich da zu festigen. Es gab immer welche, die aus der Jugend mal hochgekommen sind, mal ein Jahr einen Vertrag hatten, aber die es halt nicht geschafft haben, sich auf Dauer festzusetzen. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, einfach da oben sich so etablieren, weil keiner will ja seinen Platz so für dich freimachen. So, und das war dann schon anspruchsvoll für mich, aber es war immer eine Herausforderung, hat mir immer Spaß gemacht. So, und das ist ja auch das Wichtigste am Fußball, dass es einem Spaß macht. Und dann, wenn Einsätze kommen, dann macht es natürlich noch mehr Bock. Und so, und dann ging das immer weiter und ich habe eigentlich jede Saison, die ich in Halle war, meine Einsätze gehabt. Und auch eigentlich meistens Stammspieler war ich eigentlich so die größte Zeit. So, von daher war es eine sehr erfolgreiche Zeit da. Ja. Und wann kommt dann da so der Punkt, dass man über Wechsel nachdenkt oder wie hat sich das ergeben? Du bist dann zu Freiburg gewechselt? Ja, für mich war das so schwer, diese Entscheidung, weil ich hatte in dem letzten Jahr einfach nicht mehr so, es lief nicht mehr von meiner Leistung. Also ich hatte das Gefühl, ich stagniere auf einer Position, also ich komme nicht vom Fleck, ich habe keine Entwicklungsschritte nach oben und es war mir immer wichtig, dass ich immer so kontinuierlich meine Leistung so abrufen kann. Und dann habe ich auch eine Position gespielt, die ich nicht so mochte für mich persönlich im Kopf, also wo ich einfach mich nicht so sehe mit meinen Stärken, die ich habe. Da habe ich, glaube ich, so Fünferkette Linksverteidiger, also so diese Schiene, die man es aktuell nennt, gespielt. So, ich kann das mal spielen, klar, Linksfuß kann das spielen, aber es war jetzt für mich im Kopf nicht so, dass ich das so zu 100% mir annehmen konnte, einfach weil ich mich woanders gesehen habe. Und dann war die Leistung auch dementsprechend und ich glaube, Halle hätte mich auch noch behalten, aber ich habe einfach gesagt, so, ich will mal aus dieser Komfortzone raus. Ich hatte Freunde da und ich glaube, ich habe mich auch, klar, ich habe mich schon auf Fußball fokussiert, aber dadurch, dass du Familie und Freunde da hast, gehst du vielleicht mal nach dem Training dann einfach direkt raus und so, bist den ganzen Tag draußen und vielleicht war das auch einfach so ein Punkt, dass ich einfach mich noch mehr auf diesen Fußball fokussiere und diese ganzen Einflüsse von außen mit Freunden und so, nicht immer dieses Weggehen, dass ich das einfach ein bisschen zur Seite schiebe, aber wie gesagt, hauptsächlich war es für mich einfach meine Entwicklung. So, ich wollte einfach wieder, dass ich mich entwickle, dass ich was anderes sehe und wollte einfach für mich die Herausforderung annehmen, mich woanders auch durchzusetzen. So, und das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich was anderes gemacht habe. Ja. Ja, das ist ja dann auch so ein Schritt, da eben mal raus aus dem ganz Gewohnten und sich auf was Neues einlassen. So. Wie ging es dir dann in Freiburg? Boah, es war also ehrlicherweise mein schwerstes Jahr. Wie gesagt, ich bin ja von heute auf morgen raus. Also es war so ein kurzfristiges Ding. So, mein Berater hat mich angerufen, 2 Tage später war ich dann ungefähr da. So war das vom groben Ablauf. Ich habe damals in Halle noch zu Hause gewohnt, also hatte keine eigene Wohnung. So, ich war immer bei meinen Eltern. So, und es ist immer leicht zu sagen, ja, ich gehe jetzt woanders hin. Aber wenn der Tag gekommen ist, dann ist es immer eklig. So, und das war auch bei mir so. Dann ging es los und dann war schon am ersten Abend, bevor ich unterschrieben habe, dachte ich schon, fuck, jetzt bist du ja ganz woanders, du kennst alles nicht und so und Familie, Freunde sind nicht da. Boah, das war schon schwer. Also ich war echt so vom Kopf her, dachte ich mir, schaffst du das? So, und das ging auch die ersten Wochen so, dann hat es ja noch Platz im Hotel, hat es keine Wohnung. Mhm. So, und für mich ist ganz wichtig, mich zurückzuziehen und eine Wohnung zu haben, so einen Ort, wo ich zur Ruhe komme. Und Hotel ist da für mich kein Ort. So, ich könnte das nicht so auf Dauer im Hotel leben. Und dann waren die ersten Wochen, wie gesagt, auch sehr, sehr schwer, weil ich einfach mit dem Ganzen nicht ganz klar kam. Aber es war immer so, dass ich auf dem Platz das ausschalten konnte. Also mir hat das also Spaß gemacht, einfach Fußball zu spielen. Aber sobald halt morgens Training war, mittags, war es für mich dann schon schwer. Hat auch oft Tage, wo ich echt geweint habe, also wo ich einfach Heimweh hatte, wo es für mich echt schwer war. Und wurde dann erst besser, als ich wirklich eine Wohnung hatte. Und selbst dann war es noch schwer. Aber eigentlich nicht das Dasein, weil du gewöhnst dich dran, du hast die Mitspieler, du gehst was essen, das war alles in Ordnung. Aber das Schwerste war dann halt immer dieses nach Hause fahren, 2 Tage frei. Und dann, ich war zu Hause und musste wieder los. Das war für mich Horror. Also da habe ich auch oft Tränen vergossen, da kann meine Mama ein Lied von singen. Ja, also wie gesagt, das war echt ein schwieriges Jahr, aber irgendwann mit der Zeit ging es dann, ja. Aber es war schon eklig. Ja, das glaube ich. Eben vor allem sich auch auf eine neue Stadt einlassen und so, wenn man das noch nie vorher hatte und noch daheim gewohnt hat. Das ist schon einfach eine krasse Umstellung. Ja, es war wirklich eine krasse Umstellung. Aber
für meine Entwicklung war es, glaube ich, immens wichtig. Also jetzt im Nachhinein würde ich den Schritt immer wieder machen. Also klar, ich habe viel Tränen vergossen und es war auch schwer, einfach immer weg zu sein, nicht bei seinen Freunden, nicht bei seiner Familie zu sein. Kannst dann keinen Geburtstag, mal schnell nach Hause. Es waren halt 650 Kilometer oder so. Konntest nicht mal schnell kommen. So, das war schon schwer, aber rein fußballerisch, was ich mitgenommen habe, und rein menschlich, ich habe mir selber Kochen beigebracht. Also wie gesagt, hat meine Freundin auch ein bisschen geholfen, aber ich habe es mir so selber beigebracht, alle Sachen, ich musste alles selber machen, auf einmal musst du selber sauber machen, musst selber einkaufen. Das sind alles Sachen, die dich als Mensch prägen und das war für mich auch einfach meiner Entwicklung, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Was kannst du denn jetzt gut kochen? Ich bin jetzt keiner, der jetzt die großen Menüs dahin legt, aber keine Ahnung, ich mache so ganze simple Sachen, so Nudeln mit Lachs und sowas, halt so eine Reispfanne, so meistens Sachen, wo ich alles nur in eine Pfanne machen muss, wo ich nicht so mehrere Töpfe anfassen muss, aber so die einfachen Sachen, und wenn ich jetzt mir was raussuche, dann kann ich das, aber ich mache jetzt kein Weihnachtsessen oder so, aber nee, sowas kann ich. Kann ja noch kommen. Naja, mal schauen. Nee, das können dann doch noch andere machen. Die Mama. Ja, dann schmeckt es auch am besten. Ja, das stimmt. Und wie war dann der Umzug nach München dann? Also in Freiburg warst du eine Saison, oder? Eine Saison, genau. Ja. Und dann kam München. Also vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie das auch zustande kam oder wie der Wechsel war. Du hast vorhin auch, deinen Berater erwähnt. Ab wann hat man denn den? Also ich, vor allem jetzt, wenn, wie du, dass du so durch die Jugend einfach immer in Halle bist, und ab welchem Moment kommt der in dein Leben und wie? Ich glaube, bei mir war das auch so Ende U17, Anfang U19, dann gab es so ein, zwei, die mir immer so bei Instagram zum Beispiel geschrieben haben. Das ist ja eigentlich so nicht dieser klassische Weg. So, dann hatte ich hatte auch einen zuerst, aber mit dem habe ich mich ein, zwei Mal getroffen und der hat sich bei mir aber nie gemeldet. So, und erst, wo die Phase kam, wo der dann wahrscheinlich gesehen hat, so, der kommt eventuell in Richtung dieses Profikaders, so, dann hat er sich immer mal gemeldet. Und das war für mich schon so, wo ich mir dachte, schwer, so, und dann hatte ich bei den Profis einen älteren Spieler, der mich angesprochen hat, dass er jemanden hat und so, ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich das mal anhören kann. Und ich war von dem ersten Treffen direkt überzeugt, so, es war menschlich, das war mir ganz wichtig, dass ich mit dem auch so auf einer Augenhöhe bin und dass er mir nicht vorschreibt oder halt sich nur meldet, wenn irgendwie was ansteht, sondern auch mal zwischendurch fragt, wie geht's dir, alles gut und so, du brauchst ja wie gesagt auch eine gute Ebene. Und das hatte ich jetzt und da bin ich auch sehr froh drüber und das war ganz wichtig und ja, so ging das dann los. So, dann hatte ich ihn und dann kam das mit dem Erstvertrag in Halle dann so und dann ging alles so seinen Weg. Und wie kam es dann eben von Freiburg nach München? Ja, ich hatte dann, klar, so ab Winter, du hast dann die ersten Kontakte, aber ich glaube, da war 60 noch nicht im Gespräch. Es war dann, ich glaube, März, April oder so, ich glaube eher April, also so die letzten Monate vor Ende der Saison, dass mein Berater mir gesagt hat, ja, 60 würde ich gerne haben. Und dachte ich erstmal, okay, krass, so, weil du kennst den Verein, ich habe schon ein paar Mal hier gespielt und so, du kennst die Atmosphäre im Stadion, du kennst die Tradition des Clubs, so, das war für mich schon krass. Ich hatte auch, wie gesagt, noch zwei, drei andere Optionen, die ich hätte machen können, aber mir war es, wie gesagt, ganz wichtig so, dass vor allem das Gespräch um Trainer für mich ausschlaggebend ist, also wie mich jemand sieht, wie mich jemand einbaut in sein Spielsystem, wie er mich sieht als Spieler, als Persönlichkeit. Und da war das Gespräch mit Maurizio Iacobacci damals, war echt positiv. Ich hatte auch ein, zwei andere Telefonate mit anderen Clubs, wo das einfach mich vom Gefühl nicht abgeholt hat. Und ich bin jemand, der entscheidet aus dem Bauch heraus, einfach wie das Gefühl ist. Und das war einfach hier am besten. Und deswegen habe ich den Schritt dann gewagt. Und kanntest du schon von den anderen Spielern welche? Also außer von den Partien, dass du gegen sie gespielt hast? Nee, also ich glaube, ich habe mit keinem vorher zusammengespielt. Nee, ich kannte vorher keinen, glaube ich. Nee. Ja, und jetzt bist du unter Iacobacci gekommen, aber dann war er weg und dann gab es einen neuen Trainer. Wie ist dann sowas? Also kann man ja, als Spieler hast du da überhaupt keinen Einfluss drauf? Nee, hast du nicht, das stimmt. Ich hatte aber auch schon in Halle zwei, drei Trainerwechsel. Also ich kannte das schon, dass es dann immer was Neues ist für jeden Spieler, die Gelegenheit, sich wieder neu zu zeigen. Wie gesagt, und ich glaube, dass ich dann unter einem neuen Trainer jetzt auch eine neue Rolle spiele. Deswegen war es für mich jetzt sehr positiv, aber ich habe auch unter dem alten Trainer Spaß gehabt hier und habe auch gespielt, es hat mir auch Bock gemacht. Also wie gesagt, das ist da jetzt nicht so, dass es so ausschlaggebend ist, aber wie gesagt, im Fußball ist es, glaube ich, normal, dass wenn es nicht läuft, dann ist die erste Personalie, die dann angezählt wird, der Trainer, und dass dann halt diese Trainerwechsel in dem Geschäft halt stattfinden, das ist, glaube ich, als Fußballer normal, da musst du dich drauf einstellen. Und so war das auch hier, so, dann nimmst du halt einen anderen Menschen an. Also wie gesagt, jeder Mensch ist da verschieden, hast einen anderen Trainer, setzt auf andere Sachen, der hat andere Trainingsmethoden, das ist dann ein bisschen anders, aber wie gesagt, im Endeffekt spielst du halt auch nur Fußball, ja, das ist dann im Endeffekt trotzdem das Gleiche. Und wie hast du dich in München eingefunden? Du hast vorhin gesagt, es ist dir wichtig, also du kannst jetzt schlecht im Hotel wohnen, ja. Hast du schnell eine Wohnung gefunden hier?
Es war echt schwer. Der Wohnungsmarkt ist hier auch, das können glaube ich alle hier ein Lied von singen, dass es wirklich nicht so einfach ist, gerade auch von Preisen und so. Also in der Stadt ist ja unmöglich. Also hier so, ich bin jemand, der, ich habe gerne was Neueres, ich brauche keinen Luxus, aber ich bin gerne der, in was Modernem wohnt. So, und dann, wenn du hier die Preise anguckst, das kann sich ja kein Mensch leisten. So, und dann dachte ich, was machst du so? Und dann habe ich ein bisschen außerhalb geguckt, so, weil mich stört das nicht. Ich bin eh jemand, der so gerne seine Ruhe hat. Ich brauche diesen Stadttrubel jetzt nicht andauernd. Wenn ich mal in die Stadt will, kann ich es machen. Aber so auf Dauer wäre das für mich jetzt nicht. Deswegen habe ich ein bisschen außerhalb was gefunden. So, keine Ahnung, ich fahre so 20 Minuten zum Training. Mhm. Also perfekte Anbindung für mich. Und ja, also deswegen ein bisschen außerhalb, habe da meine Ruhe. Wenn mein Hund da ist, dann kann ich mit ihm schön ins Grüne raus. Ist also wirklich top und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Und auch wenn ich mal in die Stadt will, ja gut, München kennt man auch von jetzt von Erzählungen und so, wenn alle erzählen, mal München ist richtig top und so, und ich kann das nur bestätigen. Also wenn du hier in die Stadt gehst, schon sehr, sehr schön an der Isar, es macht schon Spaß, also es ist schon cool, ja. Was ist es für ein Hund? Beaver Yorkshire Terrier, so ein kleiner. Aber es ist eher von meiner Freundin, also ich kenn ihn seit Welpenalter, aber ja. Sie hat ihn geholt damals, als wir uns kennengelernt haben, aber so, ich bezeichne es einfach als meinen Hund, weil ich kenne ihn einfach seit Tag 1, ja. Ja, und ist sehr gut erzogen. Sehr brav. Ist gut erzogen, auf jeden Fall. Hat einen tollen Charakter, aber er hat so auch so seine Macken. Also kleine Hunde sind immer so ein bisschen dickköpfig. So, die sind immer so, dass sie gerne stänkern und so ist er auch. Sie hat immer mal ein, zwei Hunde, wo sie dann mal nicht bellt, wenn wir vorbeilaufen. Und dann hat sie immer wieder einen, der passt ihr wahrscheinlich nicht und dann bellt sie auf einmal los. Nee, aber wie gesagt, das macht mir schon sehr Spaß, gerade wenn sie hier ist. Also sie ist ja nicht bei mir auf Dauer. Sie wohnt bei meiner Freundin, wir wohnen ja nicht zusammen. Sie wohnt in Leipzig. Und deswegen sehe ich sie jetzt nicht so oft, aber wenn sie da ist, freue ich mich natürlich dann mit ihr rauszugehen. Ja. Ja, das ist ja auch nicht einfach, so eine Fernbeziehung. Nee, einfach ist es auf jeden Fall nicht. Also klar, du musst viel Zeit investieren. Es ist auch dann oft mal, du kommst von Training und dann willst du einfach deine Ruhe haben und dann hast du oft mal abends, wo dann so eine Freundin ruft an, will wissen, wie dein Tag war und du hast aber schon mit 100 Leuten heute gesprochen und dann hast du mal keine Lust. So, aber es ist einfach wichtig, so das einfach aufrecht zu erhalten. Das, wir hatten das in Freiburg schon, da waren wir auch getrennt. Mhm. Also wir kannten schon etwas, so jetzt ist es von der Entfernung ja ein bisschen besser, aber wie, so dass es mal einfacher ist, mal für ein Wochenende zu kommen. Aber wie gesagt, klar, ist schon sehr zeitintensiv und aber wie gesagt, macht es trotzdem gerne im Endeffekt. Ja. Geht halt wie gesagt nicht anders, man muss ja dadurch irgendwie. Ja. Ja. Du hast es vorher schon erwähnt, das Grünwalder Stadion, das kanntest du davor quasi nur als Gast. Also wie war dann das erste Heimspiel hier für dich? Ja, als Gast fand ich es immer krass, so die Stimmung, man hat schon gemerkt, so wenn dann die Fans losgelegt haben, so dann hat die Mannschaft nochmal so richtige Euphorie und jetzt kann ich es ja am eigenen Trikot sagen, dass es wirklich so ist, dass du, wenn es dann einfach du dieses Jubeln hörst, diese Fangesänge von draußen, immer ausverkauftes Stadion, das macht schon was mit einem und das trägt dich auch ein bisschen, das ist nicht so einfach so eine Floskel, sondern es ist wirklich so, wenn die Fans dich pushen und so, das gibt dir nochmal Energie, wenn du dann nach 85 Minuten eigentlich nicht mehr laufen kannst und dann hörst du das ganze Stadion, das jubelt bei einer gewonnenen Grätsche, gewonnenen Zweikampf oder einem Torabschluss, das macht schon was mit dir und das ist einfach geil und ich bin einfach auch froh, hier so spielen zu können, einfach weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass du so in der Liga so eine Fanbase hast, das ist schon krass, ja. Wie war es denn für dich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Halle? Besonders, auf jeden Fall. Ich habe ja schon in Freiburg gegen Halle gespielt, da war es, glaube ich, noch ein Tick besonderer, weil es das erste Spiel war. Auch als ich das erste Mal wieder da gespielt habe. Klar, dann sind alle da und so, alle gucken auf dich und du willst dann schon ein bisschen beweisen. So, klar, du bist, dass du von da kommst und so, dass du willst schon ein bisschen zeigen, so, dass du jetzt woanders bist, dich da durchgesetzt hast und so. Aber ja, mit Freiburg hatten wir, wie gesagt, eine krasse Saison. Da haben wir, glaube ich, auch da gewonnen, glaube ich, 3-1 oder so. Also war dann für mich natürlich cool. Aber so jetzt war es auch wieder besonders so, aber ich glaube, Spiel zu Spiel, dass ich wieder gegen Halle spiele, wird es ein bisschen normaler. Also es ist zwar immer ein besonderes Spiel, also als ein anderes jetzt, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang, dass ich so, morgen geht's gegen Halle und so, sondern dass es einfach dann ein normaler Gegner für mich wird. Aber es ist trotzdem, wenn wir zum Beispiel da spielen, dann einfach trotzdem besonders, weil alle können kommen, alle Freunde sind da, du kennst alle Abläufe, du kennst im Verein viele Leute, ist schon cool und der Verein ist ja auch in meinem Herzen, das habe ich ja auch immer gesagt, ich habe dem Verein viel zu verdanken, bin immer froh, wenn ich da bin und ja, so ist es ja. Jetzt fällt es natürlich auf, also erstmal finde ich, dass du dich mega positiv entwickelt hast und auch immer offensiver und auch vor allem sehr viele Tore schießt. Ja, das war früher immer das, was mir nachgesagt wurde. So, du bist nicht torgefährlich genug. So, viele haben gesagt, toller Fußballer, tolle Technik, aber so im letzten Drittel ist das, was aus dem Endeffekt zählt. So, vor allem, wenn du offensiv spielst.
Aber wie gesagt, für mich war immer so, ich habe mich immer auf der Position gesehen, wo ich jetzt spiele. Mhm. Und ich hatte früher dann immer diesen Stempel, so Linksfuß wird oft links ausprobiert. So, und in der Mitte hast du dann oft immer so, hast du dann immer Spieler so, die haben schon viel gesehen. Und da ist halt schwer, dass du einen Jugendspieler einbaust. Also du bist halt dieses Megatalent. So, ich war schon nicht schlecht, aber klar, mit Erfahrung kommst du immer noch ein bisschen mehr so richtig in diesen Tritt rein. Und dann bin ich irgendwann von dieser Zehnerposition weggewandert. Also ich glaube, ich bin als Zehner hochgekommen, aber wurde relativ oft dann ausprobiert und dann hatte ich irgendwann diesen Linksstempel. So, und so war ich halt für viele Vereine auch immer links. Aber für mich im Kopf war ich immer so besser in der Mitte aufgehoben. Ja, und unter Frank Schmöller, der hat mich halt, glaube ich, das erste Mal hier gegen Mannheim, glaube ich, hat er mich, glaube ich, das erste Mal dahingestellt, da war es ganz okay. So, und dann hat der neue Trainer es auch gesehen, so im Testspiel und so auf der Position. Das war für mich dann mein Glück, dass er mich dann direkt sehen konnte. Da habe ich es, glaube ich, nicht ganz so schlecht gemacht. Und so bin da überglücklich drüber, dass ich jetzt auf der Position spielen kann, weil es für mich am meisten Spaß macht. Ich genau weiß, wie ich mich bewegen kann. Du hast ja da ein bisschen mehr Freiheiten, sage ich mal, als auf links, weil da hast du eine Seite. Mhm. So kannst halt ausbrechen, du kannst links hin, du kannst rechts hin, du kannst von da in die Tiefe laufen, du kannst alles machen, so hast ein bisschen Freiheiten. Und es macht mir halt einfach Spaß und ich glaube, das sieht man auch. Und dann freut es mich natürlich, dass ich das dann auch zurückzahlen kann, ja. Und hast du so Rituale oder so, oder keine Ahnung, wenn jetzt so ein Spiel super läuft und du eben wieder so ein wahnsinnig schönes Freistoßtor schießt oder so, dann denkst du, was habe ich heute Morgen gemacht, das muss ich nächstes Mal wieder so machen? Also klares Ritual habe ich nicht, aber ich bin schon so, dass ich mir dann denke, so das letzte Spiel lief gut, so was hast du gefrühstückt zum Beispiel, einfach so eine Gedanken habe ich dann einfach, aber ich habe jetzt keinen klaren Ablauf, ich habe eine klare Erwärmung, die ich für mich selber mache, also jetzt so Aktivierung für meinen Körper vorm Spiel, die mache ich immer, die gleichen Übungen. Aber die mache ich auch, habe ich auch gemacht, wenn es schlecht lief. Also das habe ich immer gemacht, so einfach für meinen Kopf. Aber klar, ich überlege schon. Aber früher war ich, glaube ich, schlimmer. Da habe ich auch überlegt, oh, hast du erst linken Schuh angezogen und so. Aber das sind alles so Kopfsachen. So, das mache ich heute nicht mehr. Aber so klar, überlege schon. Es lief letztes Mal gut, was hast du da gemacht und so. Aber so krass daran denken tue ich jetzt nicht. Aber es ist schon im Hinterkopf. Also viele werden sagen, die machen es nicht, denen ist das egal. Aber ich muss mir einfach selber eingestehen, ich denke dann an sowas einfach. Ja, ist so. Ja, da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass man sich nicht wahnsinnig macht, oder? Also ja, deswegen sage ich ja, Fußball ist eigentlich nur Kopf. Also wirklich, du weißt ja, was du kannst, du bist ja nicht ohne Grund hier. So, und Fußball ist viel Kopf, wenn du das alles ausblendest, was von außen auf dich einprasselt und einfach dein Ding machst und frei im Kopf bist, dann läuft alles viel, viel einfacher. Und das ist bei mir auch so. Also früher hatte ich es nicht, hatte ich auch mal einen Mentalcoach früher in Halle, weil ich einfach vom Kopf das immer nicht hatte, dieses Freisein und so, sondern immer Kopf machen. So, und das habe ich jetzt nicht mehr. Ob das jetzt an diesem Mentalcoach lag, weiß ich nicht, aber es war zu der Zeit einfach so, dass ich das einfach nicht wusste, wie ich sonst damit diesen Gedanken umgehe. Gerade so, wenn ein Stadion mal laut wird, du spielst einen Fehlpass und ein Stadion wird laut und dann hörst du diese Geräusche und so, du nimmst das ja schon wahr. So, und früher als 18-, 19-Jähriger hat das schon was mit mir gemacht, so, aber mittlerweile gehe ich einfach auf den Platz, will Fußball spielen, will Spaß haben und will, dass wir erfolgreich sind und ich weiß ja, was ich kann und versuche es dann einfach auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, das ist so eigentlich der Schlüssel für mich. Einfach keine Gedanken machen, Fußball spielen, Spaß haben. Ja. Und wie ist es jetzt, wenn ihr so ein Auswärtsspiel habt und so eine lange Busfahrt? Was machst du dann da? Boah, unterschiedlich. Also meistens bin ich dann immer schon noch müde vom Training. Dann gibt es erstmal Mittagsschlaf oder sowas. Kannst du dann gut schlafen im Bus? Naja, gut nicht. Aber es gibt immer so diese halbe Stunde, wo ich dann so einschlafe und dann fühlst du dich wie neu geboren danach. So, und dann meistens gucke ich irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Streams oder Videos oder irgendwelche Filme. Oder wir spielen halt Karten. Gibt's auch. So, das machen wir eigentlich meistens. Ja, so, aber meistens gucke ich eigentlich irgendwelche Videos und vertreibe mir so die Zeit. Julian, du hast auch was mitgebracht. Eigentlich soll ja jeder Gast was mitbringen, das klappt mal mehr, mal weniger, aber du hast was dabei und es sieht sehr interessant aus. Ja, als kleine Story, ich habe ja meinen Hund schon erwähnt, so, und ich habe überlegt, was kannst du mitnehmen. Du hast jetzt nicht dem Hund das Spielzeug weggenommen. Das habe ich schon clever gemacht. Also ich habe jetzt eins genommen, was er nicht mal benutzt, weil es eigentlich hat das so eine Quietschfunktion, aber es macht dann auch so eine komische Geräusche, also es kommt keine Quietschen mehr raus, deswegen liegt das eigentlich nur in der Ecke. Aber ich habe es einfach so sinnbildlich für mich genommen, dass einfach ich sehr, sehr tierlieber Mensch bin und mir das einfach sehr, sehr wichtig ist, einfach mit dem Hund Zeit zu verbringen. Und ich freue mich immer, wenn ich die Zeit habe und dann einfach zum Beispiel nach dem Training, nachmittags jetzt zum Beispiel, mache ich jetzt gleich wahrscheinlich auch wieder, einfach eine Stunde mit ihr aufs Feld gehe, sie laufen lasse und sehe, wie glücklich sie da ist, weil ein Hund gibt ihr einfach viel. Und ich dachte, das nehme ich mit und kann es dann auch hier lassen, weil, wie gesagt, benutze ich jetzt nicht mehr so oft. Nee, aber einfach steht sinnbildlich so für das, was ich dann auch gerne mache, einfach dann an die frische Luft gehen und so mit dem Hund und einfach sehen, wie glücklich sie das macht und so. Und ja, dann geben die Hunde einem auch dann zurück und das ist für mich einfach schon immer so gewesen. Schon als kleines Kind hatten die Nachbarn meiner Oma einen Hund und so, immer gespielt mit dem und so. Und dann
dass ich jetzt einen eigenen, sage ich mal, habe, ist dann schon was Besonderes. Ja, ja, sehr schön. Das nehmen wir sehr gerne in unsere Sammlung hier auf. Sehr vielen gerne, Dank. Ja. Wie bist du denn so, also hast du überhaupt viele persönliche Sachen in München schon oder ist es eher so, keine Ahnung, man ist eher so spartanisch eingerichtet? Ja, ich habe schon das Nötigste hier. Ich habe zwar das erste Mal, dass ich eine Wohnung einrichten musste. In Freiburg habe ich möbliert gewohnt. Du fühlst dich schon nochmal einen Tick heimischer, weil es deine eigenen Möbel sind. Ja. Hab schon so die Sachen, die ich brauche, geholt. Fernseher, Kommode, alles Mögliche. Also das habe ich schon in der Reihenfolge vor allem. Ja, das war im Fernsehen, nee, das war nicht ein Bett zuerst oder zuerst war es Couch, glaube ich, und dann kam das Bett. Okay. Aber nee, ich habe schon so viel eingerichtet, aber was ich jetzt nicht gemacht habe, so da meckert meine Mama immer so, hast keine Deko und so und hast nichts da. So, ich hole mir mal ein paar Kerzen fürs Auge so und für den Geruch. Nee, aber ansonsten so, ich habe jetzt auch keine Bilder, so einfach, weil ich, also ich nehme es mir immer vor, weil ich so gerne so einfach so Trikots von mir oder so von Freunden einfach anhängen möchte. Ja. Aber ich bin handwerklich wirklich eine Null. Also ich mache das, kann überhaupt nichts. Also es ist wirklich, also ich kann gar nichts. Was damit, also mit Händen so, mit Hammer und Nägeln und was weiß ich, kann ich gar nichts. Bohrmaschine und so, habe ich auch nichts da. Deswegen, oh Gott, dann lass lieber bleiben. Also gerade ja, Bohrmaschine. Deswegen hoffe ich immer, dass mein Papa nochmal kommt, dass ich dann sage, ich gehe vorher kurz einen Bilderrahmen kaufen, der hängt mir was an. Ja. Nee, aber es ist jetzt in letzter Zeit so eher in den Hintergrund gerückt. Also ich nehme es mir mal vor, aber dann wirklich diesen Moment, dann ich fahre nochmal los und besorgt mir jetzt Bilderrahmen, den habe ich in letzter Zeit sehr wenig. Also dann habe ich immer keinen Bock. Aber dann gehst du doch lieber mit dem Hund raus. Ja, das verstehe ich so. Auch. Oder chill einfach und schlaf, ja. Ja, sehr gut. Ich habe zum Schluss habe ich noch so ein paar Fragen. Das sind einfach Entweder-Oder-Fragen, ja, die du kurz oder lang beantworten kannst, mhm, wie du magst. Die erste ist auch immer dieselbe. Weiß oder blau? Ja, blau. Würdest aber auch damit sagen, also eigentlich ist egal, weil blau-weiß ist eigentlich immer eine gute Farbe, weil ich bin seit klein auf Schalke-Fan nebenbei. Mir passt blau-weiß ganz gut, aber ich würde eher blau sagen, ich finde die Farbe auch cooler, aber passt, wie gesagt, ich bin seit klein auf, hat mein erster Jugendtrainer mich mal mit auf Schalke genommen damals im Stadion, hat mich so gefesselt und seit klein auf bin ich halt einfach so Schalke-Fan, Anhänger und gucke halt die Spiele, deswegen passen die Farben eigentlich ganz gut, ja. Okay, also farbtechnisch kommen wir schon mal zusammen. Ja, da kommen wir gut zusammen, ja. Lieber ein Tor schießen oder ein Tor vorbereiten? Tor schießen. Sehr gut. Kannst du ja auch gern noch öfter machen. Ja, hoffentlich. Tee oder Kaffee? Ich mag beides sehr, aber ich würde eher Kaffee nehmen, weil ich es einfach jeden Morgen trinke. Und Tee kommt eigentlich nur, wenn ich krank bin. Lieber Comedy oder lieber Horror? Lieber Horror, aber eher, weil meine Freundin immer Horrorfilme gucken will, wenn sie da ist. Also dann Horror, ja. Und was schaust du gerade so? Oder hast du irgendeine Serie, irgendeinen Film, den du gerade empfehlen würdest? Auf Horror bezogen nicht jetzt. Aber ansonsten, ich bin jetzt nicht so der große Seriengucker. Ich habe mir, glaube ich, vor 2 Wochen das dritte Mal Prison Break angeguckt, weil ich einfach sonst keine neue finde. Und das finde ich einfach geil. So, das gucke ich einfach, habe ich nochmal geguckt. Aber sonst bin ich nicht so der große Serientyp oder Filmegucker eigentlich. Okay. Früh oder spät aufsteher? Auch schwer. Aber ich würde eher spät aufsteher sagen. Mittlerweile, wir haben ja oft morgens Training und dann ist es auch produktiver, wenn man früh aufsteht, aber ich mag es dann auch mal auszuschlafen. Also früher konnte ich bis 12 schlafen, das kann ich jetzt nicht mehr. Da hatte ich auch immer einen schlechten Schlafrhythmus, aber so trotzdem, ich genieße es dann auch mal, wenn ich dann mal sehe, ist Nachmittagstraining oder ist frei, dann kann ich mal ausschlafen, ja. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Ich mag es gar nicht, wenn es komplett unordentlich ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich räume sofort immer alles weg, und aber ich achte schon drauf, dass es immer geordnet ist und dass jetzt nicht auf Dauer irgendwelche Haufen irgendwo rumliegen und so, ja. Lieber anrufen oder lieber texten? Lieber anrufen. Dieses dauerhafte Schreiben, das mag ich nicht, nee. Und zuletzt Halle oder München? Das ist eine fiese Frage. Ich würde trotzdem eher Halle sagen, einfach weil ich mehr Erinnerungen einfach da habe, meine Freunde, Familie da sind, aber ich fühle mich in München auch sehr wohl, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, einfach aufgrund, dass alles von mir, also meine ganzen Erinnerungen und meine ganze Familie und so da ist, würde ich dann einfach trotzdem Halle nehmen. Ja. Okay, das können wir so stehen lassen, aber hast du noch was in München, was du gern noch irgendwie erleben willst, oder hast du das Gefühl, du kennst die Stadt eh schon relativ gut? Ich glaube, die Stadt ist viel zu groß, um alles schon zu kennen in der kurzen Zeit. Erleben. Nö, ich lasse mich dann einfach überraschen. Also wenn, dann nehme ich mal irgendwelche Mitspieler mit, die schon länger hier sind, die sagen dann, ja, lass mal dahin gehen, dann sehe ich immer ein paar neue Sachen. Mhm. So, aber so, was, habe jetzt keinen Plan, habe ich noch irgendwas erleben möchte oder habe jetzt kein Ziel vor Augen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Es kommt dann einfach, wenn es kommt.
Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim München entdecken und vor allem ganz viel Spaß weiterhin auf dem Platz. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, ja. Dankeschön.